Hallo, wir sind hier heute im Ibis Diets Wrocław Zentrum. Da bin ich für ein Wochenende und habe ein Zimmer im 5. Stock. Das gucken wir uns jetzt mal an. Die Ibis Diets Hotels von Accor haben ja alle irgendwo ein Grundthema. Hier geht es um Alice im Wunderland. Das sieht man auch gleich ein bisschen. Links kommen wir erstmal ins Badezimmer. Recht großzügig mit einer ebenerdigen Dusche. Handtücher sind auch da. Direkt gegenüber der Badezimmertür ist noch eine Garderobe und dann kommt ein großer Spiegel. Auf der anderen Seite sieht man schon einen Kleiderschrank, da steht schon mein Koffer drin. Schauen wir uns das Zimmerchen mal an. Erstmal der wirklich schöne Ausblick. Auf den Bahnhof, das Bahnhofsgebäude, Wrocław Główny. Man sieht also, das Hotel ist sehr zentral, einmal quer über die Straße und schon ist man vom Bahnhof dort. Ein Tisch mit zwei, ich glaube, bequemen Sesseln, Stehlampe dazu, auch hier sieht man schon diese Designmerkmale. Ja, wenn man zu lange auf den Tisch guckt, bekommt man wahrscheinlich Kopfschmerzen. Das Zimmer ist recht farbenfroh, in hellen Farben gehalten. Bequemes Suitebett bei Ibis. Nachttischlampen an beiden Seiten, Steckdosen zwei Stück an einer Seite, dürfte vollkommen ausreichen, zwei kleine Nachtschränkchen. Auch hier sieht man am Schreibtisch unten diese Designelemente, zwei große Schubladen, Fernseher. Noch eine kleine Lampe, noch ein Stuhl. Man kann hier also auch bequem arbeiten, denn WLAN ist kostenlos mit enthalten, ebenso wie in allen Ibis Styles Hotels das Frühstück, auf das ich mich morgen schon freue. Und was sicherlich auch auffällt, wenn man jetzt noch ein Stückchen zurückgeht, das Zimmer ist alles andere als klein. Das müssten so 23, 24 Quadratmeter sein. Also Platzangst kriegt man ja auch nicht. Und im Zweifelsfall würde ich hier, wenn ich noch ein bisschen arbeiten möchte, mich hier auch bequem ein paar Stunden aufhalten können. Jo, soweit zum Ibis Styles Wrocław Zentrum.